Was für ein unglaubliches Naturspektakel hier bei den Red Rocks hinter mir. Ihr habt es ja gerade gesehen mit dem Sonnenaufgang. Wie wunderschön das aussieht hier in Colorado, direkt bei der Ecke von Denver. Und visittheusa.com hat uns eingeladen, damit wir hier ein kleines Abenteuer erleben können. Und das wird nicht nur ein kleines Abenteuer, sondern ein verdammt großes. Denn wir werden auch die Rocky Mountains unsicher machen. Wir werden Denver abchecken und noch vieles, vieles mehr. Und hinter mir, das ist gerade ein Amphitheater, eingebettet in die Natur hier bei den Red Rocks. Und da finden auch verschiedenste Shows und alles möglich statt. Einfach richtig, richtig cool. Am Morgen trainieren die Leute hier auch ein bisschen. Sieht man gerade. Machen sie richtig Sport. Und wir sind natürlich extra früh aufgestanden, um diesen geilen Sunrise für euch zu filmen. Und das Lustigste ist, jetzt geht's hier weiter. Und zwar zu den sogenannten Hot Springs. Und das sind heiße Quellen, denn es ist ein bisschen frisch heute. Und deswegen werden wir uns jetzt mal in die Wärme begeben. Und ihr seid dabei. Kleiner Zwischenstopp, bevor es zu den heißen Quellen geht. Und jetzt gibt es erstmal lecker was zu essen und ein paar Einblicke hier in das schöne Örtchen. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. Wunderschönes Städtchen Idaho Springs und jetzt hat es uns ins sogenannte Bojo's verschlagen. Lustiger Laden, richtig rustikal. Viele Minenarbeiter haben hier scheinbar schon früher gegessen. Hier gibt es auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Pizza, die typisch für Colorado ist. Und da befindet sich in der Mitte eine Pizza und außen der Rand, der ist ein Dessert. Das ist richtig, richtig krass und schmeckt atemberaubend. Ich teste das jetzt mal für euch, ja? Einmal so rein damit, hier, guck mal, so. Köstlich, köstlich. Exklusiv. Und mit dem Honig, den ballert man dann auf den Rand und dann wird's richtig lecker. When I was young, I thought control would lead me to an ending road. And heavy metal seemed to be the only thing that was for me. And I saw the angels coming down, and they sang a song and sang it loud. Jetzt sind wir schon ein paar Stunden unterwegs mittlerweile auf dem Weg zu den heißen Brunnen. Und keine Sorge, wir werden natürlich auch Denver in diesem Video abchecken und noch vieles, vieles mehr. Das würde richtig, richtig cool. Also lasst euch mal überraschen. Aber jetzt ist das Geilste. Wir sind jetzt mittlerweile auf höheren Höhenlagen und hier fängt es gerade richtig fett an zu schneien. Und das ist immer unglaublich. Noch einen Sonnenaufgang miterlebt. Richtig schön war es. Auch ein bisschen kalt heute Morgen, aber ging alles noch super. Und dann geht es weiter. Immer höher in die Berge, immer weiter. Und dann zu den Schneefällen. Das ist mal richtig geil. Seht ihr jetzt gerade wahrscheinlich. Und weiter geht's mit unserem Roadtrip. In Colorado. Wir sind durch Regen gepäst, haben Schnee erlebt und jetzt Sonnenschein. Ich könnte hier auch mit T-Shirt rumlaufen. Bei den Thermalquellen. Wunderschön ist es hier. Wirklich eine tolle Fahrt, eine richtig geile Reise. Wir legen uns jetzt ein bisschen hier ins Planschbecken und dann geht's zurück nach Denver. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Das hier ist im Übrigen der größte Pool der Welt, der mit einer heißen Quelle bespeist wird, wenn man das so sagen kann. Ich bin ja nicht allein hier auf der Reise, sondern auch die Anna ist dabei, meine Babysitterin. Und hier das Wasser ist einfach mal mega heiß irgendwie. 40 Grad Celsius, 45, richtig Badewannentemperatur. Super, oder? Ja, richtig heiß. Richtig heiß.
Das will ich auch mal lernen, was der Maler dann immer macht. Da hinten geht jetzt die Sonne unter und wir planschen und planschen hier im schönen Wasser. Das Schöne ist, ich kann sogar unter Wasser gehen. Was wir hier alles erleben dürfen. Echt der Wahnsinn, muss ich einfach mal im Raum werfen. Habt ihr ja vielleicht auch die tollen Fotos bei Instagram und Co. gesehen. Und jetzt befinde ich mich hier in der wunderschönen Stadt Denver. Ja, das ist zufälligerweise die Hauptstadt von Colorado. Und Colorado ist wirklich ein Bundesstaat, der unglaublich viel zu bieten hat. Hier kann man sich so viel angucken. Und auch im Winter soll es hier mega geil sein, weil es hier so richtig krasse Skigebiete gibt. Ja, und ich kann es mir richtig gut vorstellen, wie dann die Berge so mit so einer Schneedecke belegt werden. Oh, das sieht bestimmt richtig, richtig cool aus. So, und jetzt aber erstmal hier eine kleine Runde Denver abchecken. Ich bin gerade unterwegs zur sogenannten Union Station und das ist der Hauptbahnhof von Denver und der ist richtig, richtig schön. Und deswegen wollen wir den mal abchecken und danach geht es weiter mit dem Fahrrad, denn hier gibt es so ein richtig cooles System, das nennt sich B-Cycle und ich denke, da wird es auch noch ein paar nette Impressionen von dieser schönen Stadt geben. Das ist sie, die sogenannte Union Station und das Coole ist, hier gibt es sogar einen extra Zug, der euch in die Skigebiete bringt. Obendrauf sieht man hier vorne, das ganze Ding wurde 1881 gebaut, aber auch wunderbar restauriert. Hier so eine kleine Timeline und wir spazieren da jetzt mal rein. Und da sieht man schon, hier sieht es richtig schön aus. Das ist ein toller Bahnhof und das spricht übrigens auch für Denver. Eine Stadt, die recht sauber ist, muss man wirklich sagen. Und die einfach wirklich schöne Gebäude hat, das ist einfach eine wirklich tolle Stadt. Und hier sehen wir auch schon die Leute überall hier gemütlich am Sitzen, richtig schöne Cafés, es ist auch behaglich warm hier drin und auch wenn man mal hier oben im Blick hinwirft, sieht schon richtig, richtig cool aus, auch die ganzen Kronleuchter da, also absolut, kann sich sehen lassen und wir werden jetzt nochmal nach oben gehen und dann mal einen Blick von da oben genießen, hier von da oben, da will ich mal hochlatschen. Hier kann man sich einfach in die Bar setzen und noch ein bisschen relaxen, bevor dann der nächste Zug kommt und das Coolste ist eigentlich an dieser Bahnstation, das ist da vorne. Das hier sind alles Hotelzimmer, ja, direkt in der Train Station sozusagen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach da draußen. Und jetzt sind wir hier draußen. Da stehen auch die Züge, die komplett in die ganze USA gehen. Und hier vorne sieht man auch schon die Architektur. Das ist alles sehr, sehr modern gehalten. Wobei man auch den alten Style von Denver behalten hat, wenn man sich zum Beispiel nochmal hier rumdreht. Also das ist wirklich cool und Denver ist überhaupt eine Stadt mit sehr vielen künstlerischen Einflüssen und wir ziehen jetzt mal weiter durch diese wunderbare Stadt und ihr kommt mit. Und da sind sie, die sogenannten B-Cycles und das ist ein richtig cooles System in Denver. An allen möglichen Stationen könnt ihr euch ein Fahrrad krallen und dann durch die Stadt pesen. Das ist wirklich auch richtig, richtig günstig und ist natürlich ein cooler ökologischer Weg, um auch mal so eine Stadt zu erkunden. Also, ab auf die Bikes und los geht's. When I was young, I thought control would lead me to an ending road. And heavy metal seemed to be the only thing that was for me. Fahrrad habe ich abgestellt und jetzt geht's in einen richtig coolen Bookstore und da nehme ich euch mal mit rein. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Guck mal, wenn wir jetzt hier so rumdrehen und dann jetzt hier reingehen, gibt es so ganz, ganz viele alte Bücher. Den habe ich gerade mal ausgemacht. We'll be right back.
jetzt sind wir hier in den Botanischen Gärten. Und hier gibt es natürlich allerlei Pflanzen, noch ein paar Tierchen. Wir schauen uns mal um. Boah, und hier ist es jetzt richtig warm drin und ihr seht, alle möglichen Pflanzen sind hier am Start. Ich kenne mich überhaupt nicht gut mit Pflanzen aus, aber ich mag das, wenn es so grün ist und so toll aussieht. Und guck mal hier, die sehen auch mal verrückt aus, oder? Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ist das hier für eine Pflanze? Dieser kleine Frosch da hinten, der ist super, super giftig, solltet ihr nicht mal berühren. Auf jeden Fall ein krasses Tier, wie er sich da versteckt hat. Den musste ich erstmal finden hier in seinem Kabuff. Und Enten gibt's hier auch. Quack, 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 quack. Die sehen so weich aus. Ob man die anfassen kann, ohne dass ich vergiftet werde? Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Okay, ich tue es. Oh, die sind voll flauschig. Ah! Also bei denen hier macht's auf jeden Fall. Ah! Denn da sind richtig dicke Stacheln dran. Muss ich nicht unbedingt die Bekanntschaft mitmachen. Das Teil sieht ja auch mal verrückt aus. Die ganzen Pflanzen, die ihr hier seht, sind alle aus Colorado. Also quasi Pflanzen aus der Umgebung. Und teilweise wachsen die auch in ganz schön trockenen Gebieten. Und die sieht ja mal richtig cool aus. Ob die sticht. Au! Au, hier ist ein riesiges Gewächshaus mit noch mehr Pflanzen und noch mehr Pflanzen. Wahnsinn. Das waren sie, die botanischen Gärten hier im wunderschönen Denver. Und ich muss sagen, ich habe einige verrückte Pflanzen gesehen, die ich noch nie im Leben vorher gesehen habe. Sah richtig cool aus auf jeden Fall. Obendrauf haben wir natürlich einen richtig krassen Trip durch Colorado hingelegt. Hat mega viel Spaß gemacht, war eine wirklich schöne Zeit. Und ich muss sagen, Denver ist absolut einen Besuch wert. Und das war's jetzt von diesem Video. Wir gehen jetzt noch gemütlich was essen, denn in Downtown gibt es ein paar richtig coole Bars und Restaurants, wo wir uns dann noch ein bisschen was Schönes schnabulieren werden. Da freue ich mich auch sehr drauf. Außerdem werden wir im nächsten Video noch viel, viel erleben, denn da geht es mit Supercars durch die Rocky Mountains. Obendrauf gehen wir da in ein Naturschutzgebiet und ich werde das erste Baseballspiel meines Lebens besuchen. Das ist ja auch mal was. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr diesen Channel natürlich völlig kostenlos abonnieren. Wird auf jeden Fall eine richtig, richtig lustige Nummer und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, wir nicht, ne? Wir, du schaltest nicht ein. Also, wir sehen uns. Ciao.